Los geht's mit diesem leckeren Burger aus Indien. Kein Salat, Schnickschnack und ganz ohne Fleisch. Dafür mit einer ausgeklügelten Marinade. Die Stadt Mumbai ist berühmt für diesen Burger. Das ist der Mumbai-Burger, der indische Burger. Das ist der traditionelle indische Burger. Ja. Genannt wird er Vada Pav. Reporter Alex trifft die Journalistin Prachi. Sie lebt in Mumbai und weiß alles über diese Vada Pavs. Was ist das? Vada Pav besteht aus einem Brötchen. Wir nennen es Arme-Leute-Brot. Und da kommt ein frittierter Kartoffelkloß rein. Ein einfaches Gericht, oder? Ja, aber macht satt und ist sehr lecker. Verkauft werden die indischen Burger an solchen kleinen Ständen, überall in der Stadt. Jedes Viertel in Mumbai hat seinen besten Vada Pav-Burger. Prachi lebt im Norden der Stadt und zeigt uns ihren Lieblingsstand, gleich neben dem Haus, in dem sie mit ihrer Mutter wohnt. Der Besitzer heißt Mangesh. Da steht obendran Mangeshs leckeres Vada Pav Center. Egal, wen man hier nach Mangeshs Vada Pav fragt, jeder weiß, wo das ist. Auch die Rikscha-Fahrer wissen das. Das ist verrückt. Und da kommt auch schon Besitzer Mangesh um die Ecke. Was ist jetzt das Besondere an seinen indischen Vada Pav Burgern? Alles hier ist handgemacht. Das genaue Rezept möchte ich nicht verraten, aber ich mache ein sehr gutes Chutney und Masala zu Hause. Das macht es so besonders. Mangesh zeigt den beiden, wie ein Vada Pav gemacht wird. Seine Küche ist ein paar Meter die Straße runter und besteht eigentlich nur aus einer kleinen Kochstelle. Hier sieht Alex schon die Hauptzutat des Burgers. Die Basis ist gekochte Kartoffel. Ja, gekochte Kartoffel. Ja, also das ist einfach gekochte Kartoffel. Und das ist die Basis für den Burger. In die Kartoffelmasse kommt dann eine spezielle Gewürzmischung. Das genaue Rezept will Mangesh ja nicht verraten, aber die Zutaten sind gut zu erkennen. Oh, da ist Koriander drin, geröstete Senfsamen mit Curryblättern und ein bisschen noch anderen Gewürzen. Aber dadurch bekommt das so einen geilen Geschmack. Das gibt einen richtig leckeren Kartoffelstampf. Rund 4 bis 5 Kilo sind in dieser Schüssel. Das ist ja die Basis für den Burger. Aber hier wird dann noch in Teig getaucht. Und den Teig, den macht er gerade da drüben. Da wird nämlich gerade Wasser auf Kichererbsenmehl gegossen. Und damit macht er einen schönen Teig. Der Teig besteht nur aus Kichererbsenmehl, Wasser, etwas Backpulver und Salz. Der Kartoffelstampf wird jetzt zu kleinen Kugeln gerollt. Die kommen kurz in den Teig und ab ins heiße Öl. Alles in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Die Kunden stehen schon Schlange. Viele haben vorbestellt. Da heißt es, die noch heißen Kartoffelbälle schnell in ein Brötchen packen, zusammen mit scharfem Koriander und Chili-Chutney. Innerhalb von 3 Minuten ist die Ladung Vada Pav auch schon verkauft. Reporter Alex muss auf die nächste warten, bis er endlich probieren kann. Also so sieht das Original Vada Pav in Mumbai aus, der Mumbai Burger. Ganz klassisch mit 3 Chutneys. Wie schmeckt es dir? Wie ist der? Da ist richtig Vada drin. Ja, es hat eine richtig große Kugel drin, die schmeckt super lecker. Und mit umgerechnet 18 Cent ist dieser vegane indische Burger auch preislich nicht zu toppen. Für den nächsten verrückten Burger reist Reporter Alex ganz weit hoch in den Norden, auf die Lofoten. Diese Inselgruppe nördlich des Polarkreises ist für ihren Winterkabeljau, den Skrei, berühmt. Das besonders magere und feste Fleisch macht den Skrei zu einer echten Delikatesse. Doch die Norweger essen ihn nicht nur frisch. In dieser Fabrik werden Skrei-Burger-Patties hergestellt. Wie das genau geht, erklärt die Produktionsleiterin. Hier fangen wir an. Wir bekommen den Skrei von verschiedenen Zulieferern. Der wird dann ausgepackt und kommt in diese Boxen. Und was kommt dann als nächstes? Der nächste Schritt passiert da drüben. Denn im nächsten Raum ist die Fischverarbeitungsanlage.
Gleich am Anfang wird die Gewürzmischung hergestellt. Salz, weißer Pfeffer, Knoblauch und auch Paprika kommen später in diese zerkleinerte Fischmasse hinein. Denn daraus werden gleich die Burger-Patties geformt, und zwar in dieser Maschine. Die Patties bestehen also nur aus ein paar Gewürzen und frischem Skrei-Filet. Die geformten Burger werden auf das Tablett gepackt und dann kommen sie auf das Fließband hier. Noch sind die Fischburger roh. Auf dem Förderband laufen sie jetzt zum Braten durch den Ofen. Hier kommen sie raus. Von einer Seite sind sie fast fertig. Jetzt werden sie gewendet und auf der anderen Seite gebraten. Sie kriegen nun die richtige Farbe und Temperatur. Nachdem die andere Seite auch schön knusprig geworden ist, sind die leckeren Fischburger aus frischem Skrei-Filet auch schon fertig. Alex darf gleich mal einen vom Fließband probieren. Sehr gut. Sehr lecker. Noch schnell eingeschweißt und dann sind sie fertig für den Verkauf. Diese hier gehen nach Schweden. Aber auch bei uns kann man die leckeren Patties kaufen. Für den Fischburger zu Hause. Der letzte Burger besteht aus 3 Kilo feinstem Rindfleisch und mindestens 10 Eiern. In Berlin schaut sich Reporter Alex den höchsten Burger der Welt an. Mit 1,20 Meter ist der kaum zu toppen. Sean. Wie geht's dir, Alex? Alles gut? Sehr gut. Freut mich. Und du zeigst mir heute einen besonders schönen Burger? Den besten Burger der Welt. Den höchsten Burger der Welt. Na komm. Folgt mir einfach. Sean ist der Chef des Ladens. Seit 7 Jahren wird hier alles handgemacht. Brötchen, Soßen und auch die Burger-Patties sind was ganz Besonderes. Die bestehen aus 2 Sorten Fleisch. Was hast du denn vor heute? Ja, dich zu verwöhnen. Aber in meinen Burger kommt ausschließlich Ribeye Entrecote und das Filet vom Black Angus Beef. Und warum mixt ihr das? Aufgrund von dem Fettgehalt, vom Entrecote, vom schönen Fleisch, vom Filet, dass der Burger zart wird, saftig. Fett ist ja ein Geschmacksträger. Absolut. Und dementsprechend müssen wir auch so darauf achten, dass wir genau die richtige Mischung hinbekommen. George ist hier der Chef in der Küche. Für Alex will er heute den höchsten Burger der Welt zubereiten. Da braucht er jede Menge Fleisch. Das größte Patty, das wir hier machen, hat 300 Gramm Fleisch. 300 Gramm, ein Patty. 300 Gramm, ein Patty? Das ist eine ganz schöne Portion. Und davon kommen 10 auf den Burgerspieß. Nur 2,5 Minuten brauchen die Patties von jeder Seite, dann sind sie medium. Jetzt schau dir das mal an, wie lecker das aussieht hier, was der George hier zaubert. So, mein lieber Scholli. Gewürzt wird erst nach dem Braten mit einer hauseigenen Mischung, damit die nicht verbrennt. Aber zu einem richtigen Burger gehört natürlich Speck. Hier wird statt Schweinespeck Rinderspeck genommen. Da ist halt weniger Fett dran, Alex. Viel, viel weniger Fett. Dementsprechend ist der Geschmack auch ein bisschen anders. Bacon ist ja normalerweise, so wie ich den kenne, vom Schwein. Aber das Ding ist richtig lecker. Jetzt geht's ans Stapeln. Der erste Teil des Burgers wird gebaut. Tomate, Käse, frittierter Zwiebelring. Diesen füllen mit nochmal Zwiebeln. Und dann packt George Nachos drauf. Du machst jetzt die Nachos auf den Burger? Auf die Nachos packt George noch eine weitere Schicht Cheddar. Dann kommt der Bacon, die Jalapenos und wieder eine Schicht Käse. Und so wird Burger für Burger zusammengebaut und zum Warmhalten in den Ofen gestellt. Das sind 300 Gramm Fleisch plus ein Monster Zwiebelring plus 6 Scheiben Cheddar plus Bacon. Das ist ein Patty und davon gibt es 10. Da wartet ganz schön viel Essen auf Reporter Alex, denn 10 Spiegeleier kommen auch noch drauf. Der ganze Burger kostet dann knapp 250 Euro. Dafür werden auch mindestens 10 Leute satt. Jetzt wird in die Höhe gestapelt. Ein extra angefertigter Spieß sorgt für den richtigen Halt. Jo. Alex, jetzt nimmst du ein Ei. Alles klar. So sanft wie möglich. Ja, du bist gleich lustig. Und jetzt? Ja. Aufspießen? Jetzt aufspießen, aber du musst nicht das Eigelb. Nein, genau. Das Eiweiß, dass das Eigelb vorne runterlappt. Ja, na klar. Genau. Jetzt siehst du halt perfekt die Optik, dass der Bacon rausguckt, das Spiegelei. Sieht geil aus.
Sean und Alex packen jedes einzelne Patty nach und nach auf den Burgerspieß. Dazwischen kommt immer ein Ei. Der krönende Abschluss: ein Donut. Ja, es sieht geil aus. Haben wir gut gemacht. Dankeschön. Und da kommt er. Der Monster King Kong. Der höchste Burger der Welt. Stolze 1,20 Meter. Hammer. Du hast dazu Brot bekommen, ja. Nur die Deckel. Wir werden jetzt halt nach und nach den Burger auseinanderbauen. Sprich, du fängst halt mit dem ersten Teil an. Es gibt übrigens auch einen kleineren Bruder vom Monster King Kong. Der ist knapp 30 cm hoch, kostet 40 Euro und den kann man auch mit weniger Leuten essen. Kleiner sollte er nicht sein, ne? Schmeckt super lecker. Also ich muss sagen, richtig gut abgestimmt. Brioche-Brötchen, schön weich, Spiegelei dazu, der Rinderschinken und dann natürlich das Fleisch. Alter, mega lecker. Egal ob den deutschen Monsterburger, den norwegischen Fisch oder den indischen Kartoffelburger, probieren Sie mal einen selbst zu machen. Die Rezepte gibt's online auf der Kabel 1 Seite.